Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Was versteckt sich hier? Okay, vor uns ist eine Truhe, die haben wir im letzten Mal nicht aufgemacht. Und das gute Stück ist jetzt auf. Wenn ich mich konzentriere, dann ist kurz alles Mögliche gerade auf Minimum gestellt. Merkt man. Ich muss mir noch angewöhnen, nebenbei zu reden und Sachen richtig hinzubekommen, weil es ist echt schwieriger als man denkt. Aber jetzt ist nachgefallen, jetzt ist sofort nachgeworden, das ist ja mal wieder klar. Wenn man so und so viele Truhen geöffnet hat, wird Nacht. Nee, das war ein Witz, das ist nicht so. Weiter der Straße folgen. Ist denn hier die Tricksstraße? Hier. Und ich müsste irgendwann mal diese ganzen Steine, die ich noch im Inventar habe, zusammenschmieden. Das wäre nämlich besser für mich, weil dann sind die Boni ja auch drauf. Also die Boni erhöhen sich ja. Maximal 5 Steine kann man ja zusammensetzen. Die Frage ist dann bloß, ob man auch so Maximalsteine zusammensetzen kann, also welche, die schon so fünfeckig sind, weil es gibt ja dreieckige und was auch immer es noch für eckige gibt. Okay, und dann haben wir die Insel einmal umrundet. Das Einzige, was da fehlt, ist das Zeug in der Mitte. Oh. Okay, und wenn wir ein Lager sehen, dann sagen wir ja auch mal Hallo, wir sind ja keine Unmenschen. Das ist so geil, wenn man so schnell die Skelette beschwören kann. Das macht einfach Spaß. Okay, den haben wir. Fehlt nur noch der Rest. Die brauchen ihre Waffen nicht wegzustecken. Hier hinten sind noch genug. Okay. Also meine Skelette machen ja wirklich ganze Arbeit. Das ist ganz gut. Und vor allen Dingen ist jetzt keine Kampfmusik mehr. Das ist genial. Ist ja auch kein Kampf mehr. Das ist ja fast schon. Nee, nicht nur fast. Das ist unfair. Aber wenn man sowas spielt, dann sollte man das auch unfair machen. Nicht, dass ich cheaten würde. Nein, ich habe einfach nur mir eine Methode ausgedacht. Und die funktioniert auch prima. Ich schwöre, einfach geil. Okay. Hat schon bei Gothic Wunder bewirkt. Einfach nur alles beschwören und niedermähen lassen. Braucht man sich gar nicht mehr so die Hände schmutzig zu machen. Noch nie automatisch geöffnet. Noch nie. Die Wahrscheinlichkeit ist so arschhoch, dass das endlich mal passieren müsste. Aber es passiert einfach nicht. Wahrscheinlich nur bei einfachen Schlössern, aber das ist doch gemein. Okay, ja, die Savanne können wir mal in einer ruhigen Minute erkunden. Ich habe jetzt Bock auf Hauptquest. Wo ist die Straße? Hier ist die Straße. Ja, das sind die Viecher, die brauchen wir jetzt nicht zu töten. Das ist wieder bei uns. Ah, Hallidinges. Irgendeine Stadt. Was steht hier? Hallin. Ah. Okay, du. So kann man natürlich auch die Gegner killen, einfach one-hitten lassen. Das Gute ist, man weiß dann ungefähr, wo die ganzen Körper liegen, weil wenn die Skelette einmal fertig sind, dann ist ja echt Sense da. Ist dann nichts mehr da, was sich irgendwie aufheben lässt. Also die verschwinden dann nicht, nein, die die liegen dann halt nur überall rum verstreut und muss man alles absuchen. Wenn man ungefähr selber gekillt hat, weiß man ja ungefähr, wo die gestorben sind.
Oh Mann. Auto aim for the win. Es geht aber auch nur, wenn man zielsuchende Dinger hat. Oh Mann. Und wie man auf der Karte unschwer erkennen kann, ist einer hinter mir. Und da war irgend so ein Blitz. Oh, Beschwörenzauber. Okay. Ist mehr, was mir hier jetzt hochsetzt. Oh. Halt, nee, warte mal. Stufe 25 für 60 Sekunden. 24 für 60 Sekunden. 24, 25, 24, 20. Okay, also es geht wahrscheinlich nur 3 Stufen höher. Maximallevel scheint anscheinend 30 zu sein. Also. Ja. Muss ich dann demnächst irgendwie Punkte so vergeben lassen, dass ich die wirklich maximal ausgenommen habe, weil ich nehme jetzt an, dass Stufe 30 maximal Stufe ist. Ich weiß es nicht, aber sicher ist sicher. Gut, oh, da ist er also. Weil, ja, Eingebung. Okay, Hüte werden immer zerlegt, weil wir wollen schon Helme haben. Helme sehen cool aus. Also ich brauche noch unbedingt einen besseren als den, der gefällt mir nicht so sehr. Was wird noch entschmiedet? Ja genau, das ist so ein höherer Kristall, der ist fast rund. Sowas ist sehr, sehr wertvoll. Ah. Mhm. Präzision minus 2. Der hat also auch minus 2. Schade. Und irgendwo hier. Genau, Stab der Wassermagie, das kann weg. Feuermagie kann auch weg, brauchen wir nicht. Das ist Erdmagie, brauchen wir auch nicht. Das ist Luftmagie, ist wahrscheinlich gut, aber Nekromantenschlag ist cooler und macht mehr Schaden. Gut, ja, das ist anscheinend der höchste Wertekristall, den man machen kann. Sternchen 6. Sternchen 2. Okay. Das heißt also, dieses Plus. Anscheinend. Man kann maximal hier einen Plus 21 Sternchenbonus haben, insgesamt, der auf 2 aufgeteilt werden kann. Muss aber nicht. Aha. Plus 21. Also gibt es wahrscheinlich noch mehr von diesen Dingern. Noch bessere. Weil ich habe ja, also die Hauptquest, die ist jetzt mal eigentlich überhaupt nicht fast weiter gemacht. Die dämmelt ja so Dinge hin. Ah, da ist ja noch einer. Ja. Mal gucken, vielleicht. Ja. Gucken, vielleicht kann ich hier runter. Oh, ich kann hier unten drunter durchschleichen. Das ist gut. So. Ja, und das Meer ist einfach nur wunderbar animiert. Kann man nicht dran meckern. Das ist einfach nur herrlich. Ja. Na komm. Ach, Dreck. Na, da wirft jemand mit Feuerbällen. Mhm. Das Einzige, was der nicht hat, ist ein Zielsuchsystem. Ja, komm, ich habe ein Zielsuchsystem. Mann, bin ich gemein. Ja, hier drinnen ist nichts. Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und jetzt dürfte eigentlich diese Gegend relativ ruhig sein. Hier ist dann auch die schöne Truhe, die ich mir gönne. Ne, das ist jetzt nicht die Truhe, das ist jetzt der Wagen. Aber jetzt noch die Truhe. Kurz vor 12 war, ne, kurz nach 12. Also wenn man jetzt in Uhrzeiten geht. Das dürfte
der letzte gewesen sein. Vor kurzem kam noch hier eine, also beim Laden kommen mir immer kleine Hilfe. Oh. Kleine Hilfetexte, die ein paar Tipps geben.